Guten Morgen. Oh, es war eine kalte Nacht mal wieder. Mein Daunenschlafsack ist nass geworden. Und Erik hatte auch keine geile Nacht. Er liegt da voll. Ja, so lag ich aber auch dran. Okay. Aber hey, wir wurden nicht erwischt. Heute Nacht ist nichts passiert. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass wir schon längst nicht mehr gesucht werden. Heißt, wir stehen jetzt auf, bauen unser Zeug zusammen und gehen da hinten zur Tankstelle und versuchen nach Sarajevo zu trampen. Wir hatten heute Nacht teilweise wieder Frost gehabt. Oh, wunderschön. So sieht unser Lager aus. Schlafsack und Isomatte sind ein bisschen feucht geworden, hängen wir jetzt zum Trocknen auf. Bisschen warm tanzen hier. Zeug zusammengepackt und jetzt spazieren wir über die Brücke zu der Tankstelle da vorne. Tja, da vorne sind die Schienen, von denen wir abgesprungen sind, und jetzt gehen wir dann links rüber zur Brücke. Also dieser Turm tut noch sein Bestes, aber der ist schon weggesackt. Schiefer Turm von Pisa, also scheiß dagegen, Mann. Stell dir mal vor, das Ding wäre so hoch. Das ist eine ganz wilde Konstruktion hier. So, das ist der Fluss Bosnien. Erik hat uns ein Schild gebastelt. Es geht wieder los. Halbe Stunde. 35 Minuten. Okay. Fuck, ich dachte, du gehst runter. Dann probieren wir's. Wir stehen seit über einer Stunde. Wir haben ein bisschen die Location gewechselt. Wir sind uns nicht mehr sicher. Hatte Erik 7 oder 8 Punkte. Ich habe jetzt 6. Wir schauen mal später in den Aufnahmen. Aber wir probieren es heute. Wir sind in Sarajevo. Ich hatte eigentlich wieder den ganzen Tag gefressen, länger als gedacht. Ja, das ist jetzt unser bescheidenes Zimmer endlich. Ja, mit der Gangstermusik. Die Heizung hier ist komplett am Eskalieren. Ja, gute 60 Grad. Ballert die Heizung raus. Okay, unsere nächste Mission ist zu trainhoppen, und zwar bevor der Regen übermorgen losgeht. Gut, dann lege ich mich auch mal pennen. Die Decke liegt hier. Es ist viel zu warm. Diese verdammte Heizung gibt ihr Bestes. Ja, mit offenem Fenster soll es gehen. Also, gute Nacht. Guten Morgen.
fahren nach Ostar. Also wir nehmen den Zug, weil ich aus eigener Erfahrung weiß von letztem Jahr, dass es ziemlich schwierig ist, aus Sarajevo rauszutrampen. Genießen eine schöne Aussicht. Hat er gesagt, mit seinem Hütchen kann man es aufmachen? Ich sehe keine Ahnung, auch von hier will ich nicht springen. Nachdem das erste Mal Trainhoppen nicht so ganz geklappt hat, wollten wir es jetzt nochmal probieren, und zwar von Mostar Richtung Sarajevo, aber nur bis Jablanica. Da geht es durch die ganzen Berge mit dem See und so, das sah richtig schön aus. Was machst du hier, Kleiner? Da tut einem normalerweise nichts. Hier chillt eine Schildkröte. Schon süß. Was kommt denn? Was ist da? Wow. Diese Zugwaggons, die man sieht, stehen hier seit dem Jugoslawienkrieg. Die haben einiges an Schusslöchern, beziehungsweise nicht unbedingt Schusslöchern, sondern wahrscheinlich eher Splitter abbekommen von irgendwelchen Bomben. Und den hier ist halt richtig weggehauen. Ich glaube, seit etwa 4 Stunden hocken wir rum. Suchen wir jetzt mal nach einem Schlafplatz. Wo wir hier übernachten könnten und es morgen früh noch mal weiter probieren könnten. Aber nicht sehr lange, denn gegen, was war's, 4 Uhr soll es stürmen und regnen. Dann können wir es vergessen. Okay, also Erik und ich überlegen, hier in diesem Güterzugwaggon da hinten drin zu pennen. Auf Senica angelehnt. Keep up 2.0.
die Zukunft ist jetzt. Das ist unser Schlafplatz für heute. Ich werde den Karton jetzt irgendwo hinlegen und wir bauen unser Setup auf. Hier ist das Klo. Hier ist das Klo, ja. Mit den Leuten da hinten von diesem Bahnhof, der irgendwie nicht mehr in Betrieb ist oder nur noch so halb, haben wir geredet. Die scheinen alle ein bisschen besoffen zu sein. Ja, dann bauen wir mal auf. Und die haben uns Schokolade geschenkt. War auch voll freundlich. Und Überraschung, die Waggons stehen immer noch drin. Haben sich nicht wegbewegt. Damit gehen wir in diesem wunderschönen Zugwaggon schlafen. Morgen geht das Abenteuer weiter. Gute Nacht. Und guten Morgen. Meine Arbeiter. Das ist unser Schlafplatz. Hier haben wir gepennt. War voll okay eigentlich. Ah, jetzt steh mal auf. Hier stehen neue Züge da, beziehungsweise neue Waggons. Er fährt in die falsche Richtung, du. Das ist schlecht. Oh, Scheiße. Wenn du noch mit willst, musst du dich jetzt entscheiden.
Ja. So schnell wie möglich. Oh shit, Alter. Junge, hier ist die Polizei. Hier ist die Polizeistation, wir Vollidioten. Okay, warte. Wir müssen uns erstmal irgendwo verstecken. Pass auf. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Kohle und Staub geschluckt und mit den Augen gefressen, ja. Den Zug kriegen wir nicht mehr. Nein, nein, nein. Wir haben nur den dreistesten Scheiß gemacht. Ja. Hier. Komm mal. Ach Scheiße, das kann man nicht abstellen. Okay. So schauen wir aus. Und wir campen kurz hier auf dieser Toilette. Wir haben kein Papier, wir haben kein Wasser. Ah, wir haben Seife. Wasser haben wir, glaube ich, auch. Ja. Wir haben auch Papier. Oh, nice. Okay, wir machen uns sauber, wir ziehen uns ein bisschen um und schauen dann, dass wir zurück nach Mostar kommen. Beziehungsweise danach erklären wir euch alles andere. Aber das hat Spaß gemacht, Junge. Das hat so Spaß gemacht. Ja. Misha ist schon nackt, sein neues Outfit, damit er nicht auffällt. Wir ziehen uns jetzt um, ich ziehe mein T-Shirt um, ich ziehe meine Hose um, weil man merkt, wo ich war. Und dann setzen wir uns in irgendein Restaurant. Tja, und die größten Schwerverbrecher gönnen sich jetzt erstmal das feinste Essen. So muss das. Es geht nach Mostar und entdeckt der Chaos. Wir sind wieder in Mostar. Warum sind wir wieder in Mostar? Eigentlich wollten wir jetzt nach Montenegro. Wir haben aber gestern Abend beschlossen, diese Reise erstmal zu beenden bzw. zu pausieren. Warum? Erik hat noch 6 Urlaubstage und die nächsten 5 bis 6 Tage, je nachdem, wo genau man sich aufhält, wird es im kompletten Balkan regnen. Bei Regen ist scheiße zu trampen, das macht keinen Spaß und das ist sehr schwierig. Und bei Regen können wir auch Trainsurfen vergessen. Also haben wir lange hin und her überlegt und gesagt, okay, wir fahren heute nach Hause. Erik storniert seine Urlaubstage und nimmt diese ein bisschen später, wenn wieder gutes Wetter ist. Und wir setzen diese Reise durch Jugoslawien fort. Das bedeutet für euch eigentlich nur, dass im nächsten Video wir in irgendeiner anderen Stadt in Jugoslawien plötzlich spawnen. Welche genau es sein wird, wissen wir selber noch gar nicht. Ja, wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Für uns ist jetzt halt kurz pausiert. Genießt noch die Aussicht auf Mostar. Wir werden wahrscheinlich nicht hier zurückkommen, sondern in irgendeine andere Stadt. Und dann geht die Reise im nächsten Video weiter.